Und hey ho, da sind wir wieder bei No Man's Sky zu der sechsten Expedition, die Gebrandmarkten. Und da sind wir auch schon wieder. Motiviert erstmal zum Schiff zurückzukommen. Ist ja zum Glück nicht weit. Ja, Giftschutz ist mir... ist mir Schnuppe. Solange ich mein Ziel erreiche, ist mir das egal. So. Hier ist auf jeden Fall ein potenziell guter Ort, um tauchen zu gehen. Ach ja. Ich kann aber keinen Basiscomputer stellen. Das ist ja jetzt blöd. Dann ins Weltall. Und erstmal die Anomalie rufen. So. Rein in die gute Stube. Und während des Landeprozesses holen wir uns mal die Belohnung ab. Dafür, dass wir 80 U getaucht sind, die keine 80 U waren. Expeditionsbelohnung erhalten, Meilen unter dem Meer, Tauchset, Ansehen verbessert, Entdeckergilde. Ach, Naufen unter Wasserschutz, Krimskrams. Ja. Wie relevant. Wow. Eins muss ich bauen, ne? Damit ich es wieder aufladen kann. Bob. Die anderen werden verkauft. Die anderen werden einfach verkauft. Okay. Ich brauche die Baupläne. Aber da mir langsam schon wieder der Platz ausgeht, will ich erstmal die Module verkaufen. Kann ich zum Glück ja auf der Anomalie auch. Waren zwar nicht, aber die Module kann ich verkaufen. So, hier hinten. Bei dem guten Dude. Der nette Aris. Hallo, hallo, hallo. Ja, Upgrades kaufen. Aha, Verkaufen. So. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Sehr schön. Direkt wieder ein paar Plätze freigemacht. So. Tür auf. Und dann holen wir uns mal die Baupläne. Für den Nautilon. Dafür muss ich das hier machen. Und dann haben wir hier den Nautilon. Sehr schön. Jetzt habe ich noch zwei übrig. Aha. Okay, hätte ich auch darüber machen können, aber das wäre, glaube ich, sogar teurer geworden. Okay. So, das haben wir. Holt ihr einen Wasserschatz aus den Unterwasserruinen? Aha. Außerdem Benutzeranalysevisier. Und den Terrainmanipulator, um Seekisten zu finden und auszugraben.
Das U-Boot hilft bei der Erforschung der Unterwasserwelt. Verwende Hochleistungssonar der Nautilon, um Unterwasserobjekte zu orten. Hochleistungssonar. Moment. Hi. Das ist ja ein Exo-Fahrzeug. Signalbooster. Aha. Hochleistungssonar. Kristallsulfid, okay, das finde ich im Wasser. Solarspiegel. Silber und Gold. Das könnte jetzt ein Problem sein. Ich habe Silber und Gold auf dem Frachter, aber der Frachter ist gerade nicht hier. Ich brauche nicht nach Systemen mit Wasser zu suchen. Ich habe hier direkt einen Planet dafür. Jetzt wird es langsam schwierig. Stecken wir erstmal wieder ein. So. Also. Kack. Nee, nicht Kack auf die Perle. Kack auf den Kern. Gold und Silber. Könnte ich jetzt im Weltall farmen? Ein bisschen. Dann sollte das nicht so das Problem darstellen. Ja. Wir haben hier ja sowas Hübsches. Da gibt es schon mal Silber. Silber habe ich. Jetzt brauche ich Gold. Das ist auch Silber. Noch mehr Silber. Okay, okay, okay. Das war noch mal ein bisschen Gold. Schauen wir mal kurz. Hier, Klumpen. 49. Bin mir gerade unsicher. Ob es nicht 50 waren. Silber habe ich auf jeden Fall genug. So, 54. Und schon bin ich mir unsicher, ob es nicht 60 waren.
Ah. Kann ich nicht noch so einen Goldklumpen kriegen? Das wäre so ganz nice eigentlich. Okay. Ja. Ja. Okay, hab definitiv genug Gold und Silber. Da ist mein Ziel. Da ist aber die gleiche Insel. Landen wir. So. Zack. Eine der Aufgaben ist automatisch gleich erledigt. Denn für die eine muss ich nur dieses Unterwasser-Ding bauen. Und mich in den Nautilon reinsetzen. Oh ja, das Natrium können wir mal mitnehmen. Davon habe ich die ganze Zeit verdammt wenig. Das da. Achso, nur eine Pflanze. So. Da haben wir es. Was brauche ich denn dafür? Metallplatten, Salz und Kristallsulfid. Metallplatten, Salz. Salz. Hoch. Auch Salz. Na, 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 ihr kleinen Quallen. Nicht frech werden. Ah, das sieht eigentlich ganz gut aus. Wie viel Salz habe ich? 158. Jetzt brauche ich Kristallsulfid. Was ist das da? Summ der Beute. Ich brauche Kristallsulfid. Da. Und da. Put, 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 put. Der bricht jetzt aus. Ach, der war es gar nicht. Ja, der andere ist hier unten. Das ist ja frech. Oh, ich bin voll. Bisschen Abstand zu dem Ding. Ja. Die kriege ich auch bei Bedarf wieder. Ja, okay. Übertreib's ruhig. Kein Ding. Okay, hier ist nur das. Wie viel brauchte ich dafür? 4, die habe ich. Metallplatten sollte auch kein Ding sein. Ich habe ja extra nochmal Dingsbums mitgenommen. Naja, Dingsbums. Ferritstaub. So. 5 Metallplatten. So.
Da kann ich es hinbauen. Zack. Sehr schön. Rein da. Nicht genug Treibstoff im Humboldt-Antrieb. Dein Ernst? Ich starte mit einem leeren Antrieb. So. Ferritstaub. Und den Solarspiegel. Solarspiegel. Mein Raumschiff ist so weit weg dafür. Meilenstein abgeschlossen, abgetaucht. Nautilon eingesetzt. So ist dem. Das holen wir uns natürlich direkt mal ab. Expeditionsbelohnung erhalten. Meeresunterschlupf, Baupläne, lebende Perle und Sauerstoff. Ja, Giftschutz ist mir egal. So, jetzt aber. Ein Solarspiegel. Jetzt ist der Exo-Anzug zu weit weg, ne? Ja. Und ich brauche hier diese hydrothermale Treibstoffzelle. Den Plan muss ich mir aber holen aus der Anomalie. Ist ein bisschen lästig. Und was soll ich jetzt mit 15 lebenden Perlen? Mal so ganz im Ernst so. Brauche ich nicht. Soll ich damit? So ein Quatsch. Ja, okay. Da das ist. Zwei Metallplatten. Zwei Metallplatten. Ja, ist doch nicht dein Ernst. Dann müssen wir eben noch ein bisschen Ferritstaub aus dem Boden saugen. Reicht das schon? Vielen Dank. So, und ich brauche Natriumnitrat 15. Das ist jetzt nicht so viel. Das Salz mal ins Schiff. So, Natrium habe ich zum Glück ein bisschen eingesammelt. Was haben wir hier noch? Zack. Und ja, toll. Natrium. Und schon habe ich wieder eins zu viel. Ach, nee. So, kriege ich alles raus? Ja. Die kann ich mal wegschmeißen. Und, oh. Und das da rein. Das hier dazu. Das Salz brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Das Silber auch nicht. Das Gold auch nicht. Ja, immer mal so ein bisschen an den Platz denken, den man hat. So, dann kann ich nämlich ein Speichersignal dort aufstellen. Zack. Damit ich das wiederfinde. Jetzt habe ich einmal das Boot dahin gebaut. Und jetzt holen wir mal uns die Antriebszelle aus der Anomalie. Jetzt werde ich gerade mit dem Problem überschüttet, oder? Das ist doch Absicht. So. Ab in die Anomalie.
Plan für den Treibstoff holen, für den Humboldt-Antrieb. In der Hoffnung, dass das Herstellen davon nicht zu viel kostet. Wenn doch, weiß ich noch nicht, wie ich es anstelle, aber wird schon. Dann fahre ich vielleicht gar nicht erst mit der Nautilon, sondern suche einfach mit der Nautilon, so wie sie da steht. In der Hoffnung, dass ich was finde. Und mach das dann. Hüpf. Naja. Hüpfer konnte man das jetzt nicht nennen. Hey, hab noch was vergessen. So. Ja. Naja, Unterwasserruine auf Wasserplaneten, bla bla bla. So, die da. Salz, Cytosulfat und Kohlenstoff. Das ist aber tatsächlich okay. Damit kann man nun wirklich leben. Das kann ich dort vor Ort schnell zusammenfarmen. So. Wieder ein Schiff, wieder runter. Wir machen uns ja gerne extra Wege. Da sind wir ja voll dabei. Und Vollgas. Hier muss irgendwo Marker sein, da ist er. Jum, 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 jum. Jum, 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 jum. Beginne mit deiner Suche in tiefen Gewässern. Mhm. So, kann ich hier? Hier kann ich auch landen. Perfekt. So, bin ich nah genug am Nautilon? Nope. Bin ich jetzt nah genug? Ja. Dann kann ich nämlich den Solarspiegel schon mal reinpacken. Hä? Und die anderen Sachen, die es braucht? Verstehe ich nicht. Das hat jetzt, glaube ich, gerade gebuggt. Ich brauchte die anderen zwei Sachen nicht reintun. Okay, hätte jetzt nicht sonderlich viel. Wäre jetzt nicht schlimm gewesen, aber... war, glaube ich, nicht so gewollt. Ich teste erstmal. Ich steck mal ein. Mach den hier. Und such nicht versunkene Schütze. Nein, das auch nicht. Versunkenes Gebäude auch nicht. Unterwasserruine. Keine Daten in der Nähe. Dann brauche ich Treibstoff. Dafür brauche ich Salz und Cytosulfat. Kohlenstoff dürfte ich noch ein bisschen haben. So. Da ist Kohlenstoff, da ist Cyto. Sturm interessiert mich nicht. Kohlenstoff nehmen wir einfach mit, weil wir es können. Habe ich genug für so eine hässliche Batterie? Aber nur für eine. Ich brauche mehr Cyto. Ach ja, hässlichen Dinger. Geht weg. Au.
Hau. Komm, einer war da noch. Muss mal kurz atmen. So. Au. Ah, da kriegen wir noch ein bisschen Kohlenstoff raus. Auch definitiv nicht verkehrt. Oh. Das Ding ist alle. Dann nehme ich erst recht noch Kohlenstoff mit. Nee, Salz brauche ich nicht wirklich. Da habe ich ein bisschen was von. Ja, Zyto. Da komme ich gerade nicht ran. Da. Au, 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 au. Au, au, au. Au. Dürften alle gewesen sein. Geht mir schon ein bisschen auf den Pisser. Er kommt. Au. 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 So, rein in unser kleines Gefährt. Wie viele kann ich bauen? Drei. Okay, eins für eine Ladung. Und ich finde hier alles unter Wasser. Raumschiff. Startschubdüsen voll. Na gut. Da wir jetzt bereit sind für unser Unterwasserabenteuer. Würde ich mal sagen, wir machen hier ein Folgenende, ein entspanntes. Und suchen dann nach unserer Ruine. Also vielen Dank wie üblich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.